Genau, wir machen direkt nahtlos weiter. Wie gesagt, diese Runde hier besteht aus zwei Elementen. Einmal sozusagen die Impulse aus dem Kreis und aus dem Extended Circle und dann später die Diskussion. Als nächster folgt André Lösekoog-Pietri, Sprecher der Joint European Disruptive Initiative, JEDI. Da denke ich natürlich an Star Wars, das ist wahrscheinlich auch durchaus beabsichtigt, aber es ist etwas ganz anderes, lieber Herr Lösekoog-Pietri, stellen Sie uns doch JEDI mal vor. Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Freunde, also schon entgegen dem Programm, was im Programm steht, schon mal was ganz Radikales. Ich bin nicht mehr Sprecher, Berater der französischen Verteidigungsministerin, aber Sprecher von JEDI, wie Sie das gerade nennen, also kein grünes Männchen, aber ein Franzose, aber gebürtiger Berliner. Also schon mal herzlichen Dank den Organisatoren und besonders Herrn Professor Ahoff für die Einladung, dass ich so vor so einem angesehenen Publikum sprechen darf. Ich war in den letzten 12 Monaten, habe ich 3 Leben schon erlebt. Bis zum letzten April war ich Technologieinvestor. Im Mai wurde ich Berater der französischen Verteidigungsministerin und seit ein paar Monaten leite ich JEDI. Was ist JEDI? JEDI ist eine öffentliche, private Initiative nach dem Vorbild der DARPA. Ziel ist disruptive Innovation in Europa und wir starten mit Frankreich und Deutschland zu schaffen. Das Ziel ist technologischen Vorsprung, wie das jetzt in den Worten der Ministerin, in Sprungbereichen zu sichern mit einer radikal neuen Methode. Weil wir sprechen immer von Innovationen, die radikal sind, aber ich glaube, die Methodologie, was jetzt mit der Metapher des Waldes ganz klar gesagt wurde, wir müssen auch auf maximaler Risikobereitschaft ansteuern, aber auch nicht traditionelle Methoden und sich viel mehr auf das technologische Ökosystem stützen. Lassen Sie mich erst mal eine Geschichte eines jungen Teenagers in Peking erzählen. Ich habe 10 Jahre in Peking gelebt. Es handelt sich nicht um mich, es handelt sich um einen Chinesen. Jedes Mal, das ist jetzt 2018, wenn er seine Rechnungen pünktlich bezahlt, erhielt er eine Note. Jedes Mal, wenn er vertragliche Verpflichtungen erfüllt, ist er registriert. Jedes Mal, wenn er persönliche Informationen zu allen möglichen Datenbanken hinzufügt, erhält er eine Punktzahl. Wenn er etwas mit seinem E-Wallet kauft, und das passiert jetzt permanent, kommen Datenanalysen zum Einsatz. Und wenn er in sozialen Medien etwas postet, wird er bewertet, wie gut ein Bürger er ist. All dies wird zu einer einzigen netten Nummer zusammengefasst und definiert als sein Social Scoring. Und alle versuchen zurzeit verzweifelt, dieses Scoring zu verbessern. Das passiert zurzeit. Willkommen bei George Orwell, meine Damen und Herren. Und das danke von Blockchain, Social Media und KI. Ist das Science Fiction? Überhaupt nicht. Auf keinen Fall. Mehr als 4,5 Millionen Menschen seit 2014 wurde schon von Zügen ausgeschlossen wegen einem schlechten Scoring in Peking, in China. Und dieses System soll in den nächsten 18 Monaten, also bis 2020, obligatorisch werden für 1 Milliarde erwachsene Chinesen. Das ist die große Herausforderung von unserer Zeit. Die Technologie beschleunigt sich wie nie zuvor. Das ist immer mehr Kern unserer Gesellschaften, unserer Werte. Und wir Europäer sind nahezu nirgendwo. Da werden Sie mir sagen, ich bin jetzt wieder zu pessimistisch. Lassen Sie mir ein paar Zahlen nennen. F&E-Budget in der Welt, die 3 ersten Firmen, alle US-Firmen. Die Nummer 1 ist nicht mehr Volkswagen. Amazon, 16 Milliarden Dollar wurde letztes Jahr ausgegeben, im Vergleich zu 12 Milliarden für Volkswagen. Von den 10 größten Unternehmen der Welt, 8 Amerikaner, 2 Chinesen. Was vielleicht mir mehr Sorgen bringt, ist, dass 7 davon, von den 10, sind Technologieunternehmen. Vor 5 Jahren waren das nur 3. Was heißt das? Heißt das, Wachstum von morgen ist von Technologie getrieben. Wenn wir die Arbeitsplätze von morgen wollen, müssen wir uns dem widmen. Und
Das letzte 5 dieser Technologieunternehmen haben heute eine Market Kapitalisierung, die größer als das Bruttosozialprodukt der Schweiz. Innovation ist also Politik. Dass wir eine große Manipulation der Köpfe durch soziale Medien entdecken. Herr Orban wurde mit 50% der Wähler gewählt, dass wir das mögen oder nicht. Cyberattacks werden wahrscheinlich so häufig passieren, wie man heute vielleicht sich eine Grippe holt. Was unakzeptabel ist, ist, dass man 300 Tage das nicht weiß. Das ist das Problem. Wenn Wladimir Putin sagt, dass der die KI beherrscht, morgen die Welt beherrschen wird, dann kommt so ein kalter Krieg-Gespür. Und dass sich jetzt Mark Zuckerberg weigert, vor dem britischen Parlament auszusagen, zeigt es die Macht der Technologie und wie selbstsicher diese Firmen sind. Und aus diesem Grund ist disruptive Innovation, das war das Thema, eine der Fragen davor, warum ist das so wichtig? Wir haben einen Multiplikatoreffekt. Marc Andreessen, für die, die es wissen, der Erfinder des modernen Webbrowsers, Mosaic, hat das als Erster gesagt, Winner takes all. Und das ist ganz anders als vor 10 oder 15 Jahren. Vor 10 oder 15 Jahren war es okay, Nummer 2 zu sein. Es gab eine gute Strategie dafür. Heute ist die Nummer 1 mit 190% des Marktes. Das heißt, wir werden keinen Wert in die Zukunft mehr kreieren, wenn wir nicht führend sind. Und das, aus diesem Grund müssen wir bahnbrechende Innovation, Disruption, permanent Verlagerung des Status quo ist heute absolut fundamental. Es ist kein Luxus mehr, das ist absolut die Schlüssel zum Überleben. Also wir müssen handeln. Und das geht gegen allem, was wir heute machen. Es ist ja so angenehm, den nationalen Weg zu gehen. Es ist nicht unbedingt einfach, für mich auf Deutsch zu sprechen. Es ist so einfach, in Deutschland was Deutsches aufzubauen, in Frankreich was Französisches aufzubauen. Natürlich. Es ist auch angenehm, die europäische Route zu gehen. Es gibt viel Geld, Agilität und Geschwindigkeitsrisiko. Da muss man mir zeigen, dass wir das geschafft haben in Europa in den letzten 10 oder 20 Jahren. Und es ist so angenehm mit den etablierten Spielern. Und da sage ich mit sehr viel Rücksicht, weil ich weiß, viele davon auch sind in diesem Saal. Aber nie in der Geschichte war ein System in der Lage, sich selbst zu verändern. Wir müssen unbedingt einen neuen Weg finden, weil im Vergleich zu China das Technologie immer mehr nutzt, um diesen immensen Bedarf an verlorene Zeit, an nationalen Stolz aufzufrischen. Und in den USA gibt es, man hört immer, ja, wir müssen ein neues Silicon Valley. Das sind aber Werte, die anders sind als unsere. Wir haben nicht unbedingt diese Grenzdenkmentalität. Unsere europäische Art, wer sind wir? Wir sind wahrscheinlich die Vordenker dieser Zivilgesellschaft. Dass das Individuum schätzt, hat die Ministerin auch heute Morgen betont, dass das soziale Gut an Spitze unseres Systems stellt. Wir haben uns immer eingesetzt, das Leben zu verändern und die Welt zu verbessern. Und das haben wir versucht zusammenzubringen, diese Zivilgesellschaft. Also die Joint European Disruptive Initiative, eine europäische Initiative mit einem ganz starken deutsch-französischen Fundament, kommt weder von einem Ministerium noch von einem Forschungslabor. Das ist eine öffentliche Initiative, sowohl eine privat-zivilgesellschaftliche. 100 Führungskreise, die relativ repräsentativ sind von dem ganzen Ökosystem. Große Firmen, Bayer ist noch nicht Jedi, Mitglied, aber ich hoffe, das ist nach diesem Treffen der Fall. Die meisten der großen Deep-Tech-Startups in Deutschland, in Berlin, in München, in Paris, in den einzelnen Ländern gehören uns an und viele der großen Forschungsinstituten und Universitäten. Und unser Vorschlag ist ganz einfach. Wir wollen keine neue Agentur im alten Stil gründen und wir wissen, wie sehr wir Franzosen sehr weltweit führend dafür sind, neue Agentur zu kreieren. Aber wir wollen ein Instrument, das Challenges starten will. So eine Art Mischung zwischen XPRIZE und DARPA, aber mit einem ganz europäischen Wert. Massiv disruptive Innovationsprojekte finanzieren. Projekte, die heute entweder zu langfristig sind oder zu riskant sind für die private Wirtschaft.
Speed. Geschwindigkeit ist genauso wichtig wie Geld. Das ist eine Chance für Europa, weil das ist eine Art und Weise auch diesem Tsunami, diesem riesen Geld-Tsunami, das aus den USA oder China kommt, da können wir ausgleichen. Aber das ist auch ein tödliches Risiko, wenn wir weiter auf Konferenzen immer mehr auf disruptive Innovation sprechen, aber nicht unbedingt handeln. Niemand weiß, was morgen passieren wird. Schnell entscheiden ist wichtig, aber dann sehr hohe Ansprüche an die Forschungsprojekte. Heute, was ich am besten weiß, in Frankreich, auch wahrscheinlich in Deutschland, auf jeden Fall in Europa, wird relativ langsam entschieden und dann vollkommene Freiheit gegeben. Das ist vielleicht für Grundlagenforschung wichtig. Aber wenn wir wirklich zu disruptiver Innovation kommen wollen, müssen wir diesen hohen Ansatz und diese hohe Verantwortung haben. Und wenn es nicht klappt, müssen wir auf einmal aufhören. Fail fast. Das ist der Schlüssel. Konzentration auf Prototypen. Und warum ist das so wichtig? Weil wenn man wirklich diese Kluft zwischen Grundlagenforschung und Anwendung überbrückt, dann ist das natürlich viel einfacher für die Privatwirtschaft, für Investoren, diesen Prototyp als wirklich Firma und Produkt dann an den Markt zu bringen. Wir dürfen nicht, wie so oft, Innovation im Labor stehen lassen. Und jetzt zum Schluss, meine Damen und Herren, die zwei grundlegenden Elemente, Vorschläge, die wir machen, die sind selbst disruptiv. Erst am Anfang es auf einer deutsch-französischen Ebene zu starten. Und man braucht nicht Mathematiker zu wissen, Parallelen treffen sich nur in der Unendlichkeit. Ex-Post-Koordination hat nie funktioniert seit 60 Jahren. Koordination, wenn man sagt, ja, wir müssen was Deutsch und Französisch machen und dann koordinieren wir. Wir wissen alle, das wird nicht funktionieren. Und zweitens, wir müssen uns auf das technologische Ökosystem stützen. Wir müssen, und das ist wirklich disruptiv, die Fähigkeit haben, dass öffentliches Geld von dem Ökosystem verwaltet wird. Und ich weiß, das ist wahnsinnig disruptiv. Wir wissen, die Staaten müssen ihnen die Impulse geben, aber die Umsetzung muss unternehmerisch erfolgen. Die muss viel mehr bottom-up, sonst haben wir nicht die Schnelligkeit und sonst, oder unsere Säge wird dann immer relativ stumpf bleiben. Und ich glaube, das geht über Innovation hinaus. Das ist ein bisschen die Fähigkeit von unseren eigenen Demokratien, sich neu zu erfinden. Wenn wir weiter so machen, dann ist diese Kapazität zu experimentieren eine Art Monopol von autoritären Staaten. Und das ist für unsere Demokratien wahrscheinlich sehr, sehr schwierig. Also unsere Gruppe, um Ihnen nur zu sagen, wie schnell das ging, ist Ende Juli zusammengekommen. Im August einen Aktionsplan haben wir ausgearbeitet. Sofort deutsche und französische Akteure und Forschungseinrichtungen haben wir zusammengeführt. 2 Wochen, da haben wir schon etwas disruptiv in Frankreich. Nachdem dieser Vorschlag auf dem Tisch des Präsidenten war, wurde das Policy in der Sorbonne-Rede, wurden die 3 Kernaspekte von unserem Vorschlag angenommen. Start einer Agentur für disruptive Innovation, Vorbild von DARPA und ausgehend von einer starken deutsch-französischen Basis. Also Jedi wurde Politik. Problem ist, es ist jetzt schon 6 Monate her, wir können alle verstehen, warum das nicht schneller gegangen ist, aber 6 Monate sind eine Ewigkeit in der heutigen Technologiewelt. Und was wir, und das wird mein Schlusswort sein, anstatt uns auf Technologie zum Selbstzweck zu konzentrieren, haben wir uns, um die Themen zu definieren, in denen diese Agentur aktiv sein muss, wollen wir uns an die großen wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen unserer Zeit widmen. 1, die Dekarbonisierung dieser Gesellschaften. 2, die Verbesserung der Gesundheit und Lebenserwartung der Menschen. 3, diese unglaubliche digitale Transformation muss resilient, muss inklusiv, muss innovativ sein. Und das geht natürlich das ganze Thema Cyber-IT. Und wir brauchen wieder diese neuen Frontiers, die Ozeane, der Weltraum, Quantentechnologien. Und daraus werden sich sehr, sehr viele mögliche Technologie-Challenges ableiten, die zu einer besseren Gesellschaft beitragen. Also wir sind bereit, mit den deutschen und französischen Regierungen ganz konkret zu arbeiten, aber wir werden nicht darauf warten, dass die Regierungen fertig sind. Wir planen schon jetzt, dass in diesem Sommer ein paar Challenges auf den Weg zu bringen, um zu zeigen, weil wir wollen selbst ein Prototyp von Jedi
ins Leben rufen, dass die Themenauswahl korrekt ist, dass wir Kreativität aus allen Ecken bekommen, dass die Governance, weil wenn es jetzt um öffentliches Geld geht, muss das auch richtig sein, dass das alles passt. Das müssen wir dann anpassen. Und Finanzierung kommen wahrscheinlich von Regionen oder von Ländern, die wahrscheinlich die größere Flexibilität hat als die Zentralen oder die Bundesregierung, wird von Forschungsinstituten kommen, wird von Parlamenten kommen und von einzelnen Ministerien, für die diese einzelnen Themen sehr wichtig. Alle die daran glauben, dass unsere Demokratien immer noch in der Lage sind, zu experimentieren. Die Frage ist, wie schnell man jetzt anfängt. Ich bitte Sie nur, erinnern Sie sich an diesen Teenager in Peking und an die Gesellschaft, die wir für unsere eigenen Kinder bauen wollen. Es ist Zeit zu handeln. May the force be with us. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Lösekow-Pietri.